Hallo Leute, es ist jetzt kurz nach 19 Uhr. Ich liefere euch jetzt nochmal ein Update. Und zwar Blickrichtung Süd-Südwest. Man sieht hier nur noch Grau in Grau. Das ist jetzt die Vorderseite eines ausgedehnten Zeltclusters, der sich von Ostwestfalen-Lippe, kurz hinter Bielefeld, bis runter nach Nordhessen erstreckt. Dieses Gebiet, was jetzt vor mir zu sehen ist, ist Starkregen. Der ist von mir jetzt nicht mehr sehr weit entfernt, ungefähr noch 20 Kilometer. Ich habe auch schon eine Regenwarnung, dass hier Starkregen einsetzt. Etwas weiter hinten ist Gewitteraktivität. Da ist ein recht kräftiger Cluster mit zahlreichen Entladungen. Temperatur ist hier aktuell auf 29,8 Grad gefallen. Und ausgelöst worden ist dieses Ganze tatsächlich durch eine Windscherung, also eine Windscherungszone durch Luftströmungen und Winde, die aus Osten in dieses feuchte, heiße Gebiet reinlaufen, was momentan über der Mitte diagonal verläuft, und an diesen Aufeinandertreffungszonen dann Hebung erzeugen. Das ist diese Windscherung. Und dadurch hat sich da jetzt eine ausgedehnte Zelle gebildet, ein ausgedehnter Zellverband mit Starkregen und Gewittern. Dieses Gebiet zieht aber nur sehr, sehr langsam, kommt also kaum von der Stelle. Aber ich rechne mal damit, dass dieser Starkregen hier noch ankommen wird. Man sieht auch sehr schön, sich da auch schon im oberen Bereich Bewölkung aufbaut. Ich hier ein bisschen weiter Richtung Osten gucke, es ist nahezu geschlossen hier überall. Nur Richtung Norden ist noch etwas aufgelockert. Man kann aber kaum noch was erkennen. Es ist nahezu geschlossen hier überall. Und für heute Nacht ist tatsächlich ab 2 Uhr nachts, also Gewitteraktivität vorhergesagt. Ob es jetzt wirklich kommt, gut, das kann man so lange im Voraus, viele Stunden im Voraus, jetzt schlecht vorhersagen. Aber es ist zumindest eine hohe Wahrscheinlichkeit gegeben, dass im Laufe der zweiten Nachthälfte hier auch richtig Aktivität einsetzt. Sollte das der Fall sein, werde ich natürlich ein Video davon machen, ist klar. Das dann morgen reinpacken und einstellen. Warten wir mal ab, was jetzt kommt. Auf jeden Fall wird das hier ziemlich spannend gerade.